Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Secret Files Tunguska. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich diese Tür erreicht und dummerweise konnten wir sie nicht öffnen. Deswegen werden wir jetzt mal das machen, was ich schon in der letzten Folge angedroht hatte, uns nämlich nochmal das Bild angucken. Wie ihr auch hört, ist meine Stimme noch schlechter geworden bisher, beziehungsweise mein Nasal ist noch schlechter geworden. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem einigermaßen verstehen. Mir geht's. Ach so, wir könnten auch direkt nochmal hier gucken. Also wir haben das Schwert, den Ring, den man nicht sieht, die Halskette, den Helm und den Schild. Das sind fünf Teile, die wir jetzt hier drin haben. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal auf dem Bild nach. Wenn ich jetzt nicht wieder falsch laufe. Nee, hier war das. So. Das Gemälde zeigt Lord William Morangi, der hier von 1270 bis 1305 lebte. Eine Eins, beeindruckende zwei, Gestalt. drei, vier, fünf. Das heißt, er hätte zwei Sachen. Also einmal hier diese Schienen, die hat er nicht dran, wobei ich nicht weiß, ob die jetzt so wichtig sind. Was ich eher glaube, ist dieses Cape hier, diesen Umhang, dass wir den noch besorgen müssten. Also Schienen wüsste ich jetzt sonst nicht, wo wir die herkriegen sollten. Aber den haben wir den gar nicht mehr. Wieso haben wir den nicht mehr? Ach, damit haben wir doch das Schild abgehangen. Mal gucken, ob der noch da ist. Wie komme ich jetzt hier raus? So. Wir haben noch die Flagge, war das, glaube ich, oder so. Genau, hier. Verkehrsschild. Kann man den nicht einzeln nehmen? Genau, nasse Flagge. Was ist denn hier eigentlich noch? Da kann man aber auch nichts mehr nehmen. Auch nicht mit der Zange irgendwie. Achso, den Stein haben wir nicht mehr. Das Ding abfackeln, keine Ahnung. Haben wir denn sonst noch hier irgendwas übersehen? Für Was ist das denn? Eine Regenrinne. Die war doch vorhin nicht da, oder? Hier liegt das Teil sowieso nur im Weg rum. Eine Regenrinne. Es sieht mir fast aus wie die Schienen. Aber kann man so ein Ding mit einem Schraubstock bearbeiten? Ich versuche das mal eben hier unten. Also, ich gebe zu, jetzt wo ich das Teil sehe, hier mit der Flagge, sieht nicht so richtig aus wie ein Umhang. Aber das könnten vielleicht die Beinschienen werden. Deswegen mal gucken. Können wir nicht in einen Schraubstock machen. Zwei ineinander gesteckte Stücke der Regenrinne vom Pub. Damit hätte ich also den Grundstock für mein Eigenheim bereits zusammen. Ineinander gesteckte Stücke. Kann man nicht benutzen einfach mit ihm? Nee. Wir bräuchten wahrscheinlich irgendwas mit Kraft oder so, was die auseinanderreißt. Ah, Moment. Ah, ich habe eine Idee. Aber wie befestige ich das dann? Das wäre jetzt noch das nächste Problem. Auseinanderreißen, da hätte ich was für, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch was zusätzlich. Nee, das ist, Moment, das war der Raum. Ich weiß nicht, ob ich da noch zusätzlich was brauche zum Befestigen. Genau, die Streckbank. Man kann das schon mal drauflegen. Die So Frage konnte ich die ist. beiden verkeilten Stücke auseinanderkriegen. Ach so, der kann die. Ah! Okay, so ist natürlich noch besser. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste jetzt noch irgendeine Befestigung finden, wo man das Ganze ranmachen kann. Aber so ist natürlich noch besser. Das ist natürlich geil. Das ist richtig, richtig geil. Mal gucken, ob wir dann hier weiterkommen. Oder ob wir da jetzt vielleicht auch noch was brauchen, damit wir die befestigen können. Hört sich an, als ob ich Nee, wieder oder einen so. Mechanismus ausgelöst hätte. Okay, dann gehen wir noch mal gucken. Sieht ja schon ganz lustig aus, so. Ah, immer die ganzen Wege wieder ablaufen. Es war bei Loom damals, war das richtig ätzend. So von A nach B, von B nach C, manchmal wieder zurück nach A und. Oh. So, mal gucken. Kann man die jetzt öffnen?
Ja! Da ist er! Perfekt. Sie haben einen Weg gefunden. Vielen Dank. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ich denke schon, aber mein linkes Bein tut höllisch weh. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Das wäre nett. Alleine würde ich es kaum in mein Arbeitszimmer schaffen. Sie müssen zugeben, die Geschichte, die Sie mir da gerade aufgetischt haben, klingt wenig glaubwürdig. Erst die Entführung vom alten Wladimir, dann eine geheimnisvolle Verschwörung und schließlich auch noch Gestalten in schwarzen Roben. Andererseits ist das Ganze dermaßen unglaubwürdig, dass Sie mir so eine Geschichte wohl kaum als Lüge auftischen würden. Also, helfen Sie uns? Die kleine Nina ist jetzt in Kuba bei Manuel Perez? Ja, sie hat mir gerade ein Bild aufs Handy geschickt. Ich kann damit aber gar nichts anfangen. Vielleicht sagt Ihnen das ja was. Ja, dieses Symbol habe ich schon mal gesehen. Ist aber bereits Ewigkeiten her. Wladimir hat mich viele Jahre nach unserer gemeinsamen Tunguska-Expedition überraschend kontaktiert. Er schrieb mir in einem geheimnisvollen Brief, dass er eine sensationelle Entdeckung gemacht hat und meine Hilfe braucht. Er hatte einige Jahre zuvor ein metallisches Bruchstück untersucht, welches in der Tunguska-Region gefunden wurde. Die Kalenko-Expertise sagt Ihnen wahrscheinlich nichts. Nur in groben Zügen. Es geht um außerirdisches Material, oder? Ja, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Was meinen Sie damit? Manuel Perez, der die Expertise gemeinsam mit Wladimir erstellt hat, entdeckte genau dieses Symbol, eingraviert auf der Oberfläche des Bruchstücks. Sie meinen, auf dem Bruchstück befanden sich Zeichen? Wladimir war sich nicht ganz sicher, da die Oberfläche insgesamt stark beschädigt war. Bei seinen Nachforschungen ist er dann in den Archiven der Akademie der Wissenschaften in Moskau fündig geworden. Und zwar in einem Bericht über die Forschungsreisen eines englischen Wissenschaftlers, der 1947 auf einer Expedition scheibenförmige Artefakte aus einem unbekannten Metall gefunden haben soll. Dieser Forscher, Evans war sein Name, beschreibt in seinen Aufzeichnungen die gleichen Materialeigenschaften, die auch Wladimir bei dem Tunguska-Bruchstück beobachtet hat. Das allein war schon eine heiße Spur. Aber als er sich dann eine von Evans gefertigte Skizze angesehen hat, muss es ihm den Atem verschlagen haben. Warum? Erzählen Sie weiter. Das Artefakt war überzogen mit unbekannten Zeichen und eines davon war genau jenes Symbol, das Peres und Wladimir an dem Tunguska-Bruchstück entdeckt hatten. Puh, klingt spannend. Woher stammen denn die Scheiben? Wo hat dieser Evans sie gefunden? Das war auch Wladimirs Frage. In den Unterlagen der Moskauer Akademie war darüber nichts zu finden. Darum hat er sich damals an mich gewandt. Wladimir hatte herausgefunden, dass Evans vor kurzem verstorben war und seine persönlichen Aufzeichnungen und Tagebücher nun in London versteigert werden sollten. Er bat mich, ihm diese Unterlagen zu besorgen, da es ihm zur damaligen Zeit nicht möglich war, Russland zu verlassen. Ja und? Haben Sie die Unterlagen bekommen? Woher stammen nun diese Metallscheiben? Ich habe Wladimir damals eine kodierte Kopie der Tagebücher geschickt. Die Originale habe ich noch hier. Wirklich? Zeigen Sie her. Einen Moment. Es müsste hier irgendwo dazwischen sein. Nina, ich habe Neuigkeiten. Konnte dieser Morenji uns weiterhelfen? Ich würde sagen, ja. Weißt du von einer Expedition deines Vaters nach China? Genauer gesagt in den Himalaya? Er hat vor dem Tod meiner Mutter viele Reisen unternommen. Kann schon sein, dass er auch mal im Himalaya war. Warum? Ich glaube, dass er dort etwas gesucht und vielleicht sogar gefunden hat. Vielleicht ist das auch der Grund für sein Verschwinden. Ich kapiere gar nichts. Ich schicke dir einige Unterlagen aufs Handy. Mach dich sofort auf den Weg. Wir treffen uns in der Wohnung deines Vaters. Nanu? Nina noch nicht da? Ich werde sie mal anrufen und hören, wo sie bleibt. Oh, eine Nachricht auf der Mailbox. Wird wahrscheinlich Nina sein, die sich etwas verspätet. Kanski hier. Ich hoffe sehr, dass Sie die Nachricht abhören. Ich muss Sie dringend treffen. Es ist wirklich wichtig. Ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, ich werde verfolgt. Ich werde versuchen, die Typen abzuschütteln und dann ins Museum kommen. Bitte beeilen Sie sich.
Ich glaube, Sie sind in sehr großer Gefahr. Ich muss Schluss machen, da kommt jemand. Ich werde im Museum auf Sie warten. Was will denn dieser Kansky schon wieder? Eigentlich möchte ich dem nicht unbedingt noch einmal über den Weg laufen. Andererseits, die Nachricht klang schon irgendwie wichtig. Aber wenn es eine Falle ist? Wahrscheinlich werde ich es bereuen. Aber vielleicht hat er ja tatsächlich Informationen, die uns weiterbringen. Nina ist ja auch noch nicht da und bis zum Museum ist es nicht weit. Also los. Ja. Wir haben die Spur. Wir wissen, wo das Versteck ist. Sind Sie sicher? Die Informationen sind absolut zuverlässig. Sehr gut. Brechen Sie sofort auf. Ich werde Professor Charleroi sagen, dass sie die letzte Phase des Projekts vorbereiten soll. In Ordnung. Wenn ich es gefunden habe, was passiert dann mit der Kleinen und ihrem Freund? Tja, die beiden könnten in der Tat ein Problem werden. Kümmern Sie sich darum. Ach du Scheiße, das ist doch Kansky. Kein Puls mehr. Der ist tot. In was für eine Sache bin ich da bloß reingeraten? Entführung war ja schon schlimm genug, aber Mord? Ich sollte zusehen, dass ich hier wegkomme. Max Gruber? Ja. Bitte steigen Sie ein. Wo bleibt Max? Er sollte längst hier sein. Vielleicht hat er eine Verabredung, die wichtiger ist. Wieso? Was meinst du? Weißt du das wirklich nicht? Liebe scheint ja tatsächlich blind zu machen. Was? Denk doch mal nach. Dein Vater verschwindet. Max sitzt im Büro nebenan und will nichts mitbekommen haben? Er hatte seine Musik. Wer hat dir dringend geraten, nach Hause zu gehen und dort auf deinen Vater zu warten? Das war Max, na und? Na und? Schon vergessen, dass man dich dort niedergeschlagen hat? Nein, aber... Und dann dieser Anschlag auf den Zug. Dass der irgendwas mit dir oder deinem Vater zu tun haben muss, ist doch wohl klar, oder? Ja, aber... Dein Vater war nicht an Bord. Und wer wusste außer uns noch, dass du in diesem Zug warst? Ich weiß, das hört sich alles sehr seltsam an, aber... Nina, wach auf! Ich weiß nicht, für wen oder was Max arbeitet, aber er spielt ein falsches Spiel. Und er spielt es auf deine Kosten. Meinst du, wir sollten... Vergiss Max! Ich weiß, dass du ihn magst, aber er hat dich nur benutzt. Und wenn wir jetzt nicht gehen, dann wird er dieses Spiel gewinnen. Und dein Vater wird es verlieren. Vielleicht hast du recht. Und was machen wir jetzt? Die Spur deines Vaters führt in den Himalaya. Und wir haben zumindest Teile des Reiseberichts von diesem Evans. Damit sollten wir in der Lage sein, die versteckten Höhlen dieses mysteriösen Bergvolks ausfindig zu machen. Und dann? Davon kriege ich meinen Vater auch nicht wieder. Ich weiß. Aber ich bin mir sicher, dass diese seltsamen außerirdischen Artefakte etwas mit dem Verschwinden deines Vaters zu tun haben. Ich gebe zu, wir werden deinen Vater höchstwahrscheinlich nicht im Himalaya finden. Aber wir haben zumindest wieder eine Spur. Ja, ich weiß, es ist nur... Ich bin so unendlich müde. Willst du deinen Vater etwa aufgeben? Nein, du hast recht. Brechen wir auf. Kein Wunder, dass diese Höhlen weitestgehend unbekannt sind. Ohne die exakte Beschreibung aus Evans Bericht findet hier keine Menschenseele hoch. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Wir befinden uns nämlich im Grenzgebiet und ich möchte ungern Bekanntschaft mit übernervösen Patrouillen machen. Ich bleibe lieber am Eingang und halte die Augen offen. Sag Bescheid, wenn du was gefunden hast. Also ganz ehrlich, wie... dumm muss man sein, um nicht zu durchschauen, was der Typ vorhat. Oder was er wahrscheinlich vorhat. Ich weiß es ja nicht. Es kann sein, dass er sich vielleicht selber irrt und ihr dann seine falsche Meinung aufdrängt. Oder dass vielleicht so eine kleine Finte sein soll, dass er jetzt hier so gegen den Max steuert. Wir wissen ja alle, dass Max kein Verräter ist. Wir wissen ja alle, dass Max so ein Gutmensch ist, dass er sich in die Nina verliebt hat und... dass er ihr helfen möchte. Wir wissen, dass er überrascht worden ist von dieser Nachricht eben. Wir wissen,
dass er eine Leiche gefunden hat und so weiter. Und ja, am Ende sah es dann doch auch sehr nach einer Entführung aus. Nach dem Motto, steigen Sie bitte ein. Ich denke mal, dass den da wirklich einer eine Knarre irgendwie vors Gesicht gehalten hat oder so. Und ich würde mich wirklich nicht wundern, wenn derjenige irgendetwas mit dem, ich habe den Namen schon vergessen, dem Alten hier im Hintergrund zu tun hat. Würde mich wirklich nicht wundern. Weil ganz ehrlich, der hat, glaube ich, relativ zu Anfang schon mal versucht, so Zweifel zu sehen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich weiß nicht, also der Typ kam mir die ganze Zeit schon nicht so ganz koscher vor. Zwischendurch habe ich gedacht, naja, vielleicht war das einfach nur ein falscher Eindruck. Vielleicht ist er gar nicht so komisch. Aber naja, mittlerweile, weiß ich nicht, misstraue ich ihm wieder. Also gerade, wo er jetzt schon wieder gegen den Max am Wettern ist, muss ich ganz ehrlich sagen, es kann natürlich wirklich sein, dass er das einfach nur macht, weil er sich Sorgen um die Nina macht und weil er denkt, dass er vielleicht ein Verräter sein könnte. Aber es kommt mir ziemlich suspekt vor, muss ich sagen. Ja, das wollte ich nur mal eben loswerden. Da wir jetzt in einer komplett anderen Umgebung sind, würde ich eigentlich auch schon fast sagen, ich weiß, die Uhr pflichtet mir da nicht so ganz bei, weil wir ein bisschen kurz dran sind mit der Folge. Aber ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das ja doch ein sehr großes, denke ich mal, mein neues Gebiet sein wird. Also ein Berg, ich weiß jetzt immer noch nicht so genau, was wir jetzt hier machen sollen. Denke ich mal, wird dann wieder was dauern. Vor allen Dingen wird es wahrscheinlich was dauern, bis ich wirklich kapiere, was ich hier eigentlich machen muss. Deswegen hier nochmal ein kleiner Cut und ja, den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.